So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind leider schon beim letzten Slot am heutigen Tag und damit auch leider eigentlich der Fototage 2023 angekommen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns jetzt nochmal und starten mit vollem Elan in diesen letzten Slot. Es geht um Liegeporträts und wir haben ein bisschen umgebaut schon in der Zwischenzeit und wieder den lieben Leine zu Gast und ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Vielen Dank. Ich Okay, übergebe an okay. dich. Ja, schön, dass ihr auch jetzt noch am Frühabend auch noch mal da seid für den letzten Slot des heutigen Tages. Ne, für diejenigen, die vorhin noch nicht da waren, hi, Lionel ist mein Name und ich bin heute für Nikon hier am Start und bin der Typ, der ständig mit Kleidern rumwirft und meistens große Set-Aufbauten hat. Doch für das letzte Thema heute geht es eben nicht um diese großen, riesigen Sets mit super viel Kulisse, ne? Sondern es geht um eher kleinere Sets oder zumindest einfache Sets, wo wir nicht allzu viel Material für brauchen. Also ganz nach dem Motto, ne? Kleines Set, großer Effekt. Und das Klein sollten wir vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen nehmen, weil es gibt das ein oder andere Material, was wir heute einsetzen werden, was dann vielleicht doch zu einem etwas größeren Set führen kann. So, bevor wir starten, ne, ich habe hier ja schon mal kurz auf der Folie, ne, Inspiration Farbe, ne, weil wir brauchen, ne, wenn wir so ein kreatives Set auch machen müssen, brauchen wir ja irgendeine Inspiration. Und das kann tatsächlich alles Mögliche sein. Es kann ein bestimmtes Thema sein. Ich habe immer ganz gerne eine Farbe als Inspiration und arbeite da monochrom. Na, jetzt denken sich ja viele, ne, monochrom, das heißt ja schwarz-weiß. Nee, monochrom heißt einfach nur, dass es sich in einem Farbspektrum ne, bewegt. Ne, schwarz-weiß wäre eines, aber man kann sich ja auch nur im Roten bewegen oder nur im Grünen. Und nichts ist tatsächlich einfacher, als zu sagen, hey, ich hätte gerne ein rotes Motiv. Ne? Man stellt sich dann die Frage, okay, was für eine Kulisse nehme ich dann? Und dann sagt man einfach, ja, okay, wenn ich keine passende rote Kulisse habe, dann nehme ich eben gar keine Kulisse. Ne? Wir nehmen vielleicht auch einfach nur einen einfarbigen Hintergrund. Ja, ein einfarbiger Hintergrund ist zwar auch eine Kulisse, aber ihr versteht, was ich meine. Wir haben halt die räumliche Ebene quasi nicht. Wir lassen das einfach weg. Wir reduzieren. Wir reduzieren die Bildidee auf einen einzigen Faktor. Und das wäre bei, ne, so einem monochromen Thema eben nur die Farbe Rot. Und wir sind heute auch tatsächlich rot unterwegs und haben jede Menge unterschiedliche rote Materialien da, mit denen wir tatsächlich ein paar coole Porträts machen können. Na, hier sind einfach noch ein paar Beispiele, weil Rot seht ihr ja gleich zur Genüge, ne, was man sonst noch nehmen kann. Weiß kann genauso für sich ein Thema sein, ne? Dass man einfach sagt, wir reduzieren unsere Bildidee komplett auf Weiß. Bei Weiß ist es natürlich ein bisschen einfacher, eine Kulisse zu finden, die weiß ist, weil die meisten Wohnungen haben tatsächlich so die Eigenschaft, weiße Wände zu haben. Da muss man nur so ein bisschen mit der Möbelauswahl natürlich ein bisschen drauf achten, zu sagen, hey, okay, ne, wir nehmen hier alles weiß mit und können dann auch mit der Kleidung, ne, und vielleicht auch sogar mit den Haaren in Form von Perücken vielleicht, ne, auch sagen, okay, wir bleiben in dieser Stilrichtung hier in diesem Weiß. Ich selber, ich bin da weißabgleichtechnisch, wenn wir schon von Weiß reden, bin ich da eher so Freund von der kühlen Seite, ne? Falls ihr euch wundert, warum hier so dieser leichte Türkisstich oder Blaustich auf den Fotos mit drauf ist. Das ist einfach nur mein persönlicher Geschmack. Ich mag es tatsächlich, wenn Weiß eher so ein bisschen so eisig ist, so ein bisschen kühl. Und gerade bei so abstrakten Geschichten, wie jetzt hier ne, unsere Kulisse mit der Folienwelt, die wir da haben, da finde ich, erinnert das auch so ein bisschen so an Eishöhle. Also ist einfach nur mein persönlicher Geschmack. So, wir können uns aber nicht nur an einer Farbe entlanghangeln, sondern theoretisch auch einfach an einem Material. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie sagen, hey, ich würde gerne ein Porträt mit Blüten machen, ne, dann lasst einfach alles andere weg. Ne? Wenn ihr die perfekte Kulisse habt, ne, das perfekte Setup für ein Blütenfoto, schön und gut, aber ne, manchmal hat man das nicht. Ich habe das zum Beispiel nicht, deswegen sage ich einfach, okay, ich lege die Person hin, ich nehme die Blüten. Ne, was zieht die Person an? Keine Ahnung, ich habe die Kleidung nicht mit drauf. Ne, ich habe einfach nur einen kleineren Bildausschnitt, sodass wir quasi das Bild nur noch reduziert haben auf unser Hauptmotiv in Kombination mit einem Gesicht. Wir haben nur noch Gesicht und nur noch
Blüte. Ne? Links einmal mit echten Blüten, in der Mitte einmal mit Fake-Blüten. Rechts sind es keine Blüten, sondern die Farbfolien, die wir da schon gesehen haben. Rein theoretisch, ne? Wenn ihr sagt, so, hey, ihr habt zwar keine Kulisse, aber ihr habt vielleicht einen Raum zur Verfügung und vielleicht Hintergrundstoff, ne? Dann könnt ihr das auch damit benutzen, wenn ihr sagt, so, hey, nee, ganz im Liegen, das ist euch ein bisschen zu lame, ich möchte ein bisschen Struktur noch im Hintergrund haben, ne? Dann geht das natürlich auch. Ne? Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, so, hey, ich habe keine perfekte Kulisse für meine seltsame Bildidee, mit Origami-Vögeln irgendwas zu machen. Lasst den Hintergrund einfach weg. Ne? Brauchen wir nicht. So, das ein paar Bildbeispiele von hier. Natürlich können wir da auch noch ein bisschen mehr machen mit anderen Materialien. Ne? Hier haben wir zum Beispiel was mit Folien gemacht, was auch nochmal so fancy leuchtet. Oder ich habe es tatsächlich einfach mit diesen ganzen Liegefotos und vor allem auch, wenn... ich hab's mit Blüten. Ich weiß nicht warum. Ich mag's einfach, wenn wir nur ein Gesicht haben und nur Blüten, die drumrum liegen. So, Porträts im Liegen ist auch so ein bisschen heute der Untertitel von dem, was wir heute machen. Weil Porträts im Liegen sind meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr einfach. Weil das lässt die Frage nach dem Hintergrund einfach weg, ne? Klar kann man sagen, so, hey, ich möchte gerne etwas Rotes machen. So, und dann schnappe ich mir einfach eine Viola. Hallöchen. So, und so, nehme mir ein rotes Material, was ich gerade noch rumfliegen hatte. Hier, das sind so Tüllröcke eigentlich. Ganz wichtig, Viola hat jetzt so ein schulterfreies Oberteil einfach an. Ist auch wurscht, ob sie ein schulterfreies Oberteil anhat. Wichtig war mir eigentlich nur, dass keine Kleidung von dem Motiv ablenkt. Ne? Weil was weird aussehen würde, Alex, ich darf. Wenn Alex jetzt, Alex ist eine sehr stylische Person, ne? Sehr stylisches Oberteil. So, und jetzt hängen wir das Zeug da dran und dann denken wir uns einfach nur so, was zur Hölle? So, das macht hinten und vorne absolut keinen Sinn. Sieht aus wie ein großer Käsekuchen. Macht gar keinen Sinn. Deswegen, nee, so siehst du aus wieder wie die Style-Ikone, Alex. Keine Sorge. Deswegen an der Stelle reduzieren, dass wir nicht zu viel Mischmasch haben. Ne, das schöne Lifestyle-Outfit nicht mit so komischen, abstrakten Materialien. Ne? Deswegen reduziere ich einfach nur aufs Gesicht. So, da probieren wir mal ein bisschen rum. Schlüpfe da einfach mal einmal kurz durch. Einmal süpp. So, darf ich eine Klammer bekommen? Von da hinten? Hast du eine? Perfekt. Ah, vielleicht die... Ja, da doch. Die kleine kommt dann für den Kopf. So, jetzt hängt das Ganze natürlich hier komisch noch so ein bisschen rum. Ne? Das reduzieren wir auch nochmal. Ich will ja nur Tüll haben. Darf ich kurz? So. Die Stelle einmal zack umgedreht, dass wir hier diesen komischen Bund nicht mehr haben. So, da fällt die Klammer auch einmal schön um. So, Klammer, mein Lieblingskollege im Studio. So, jetzt haben wir schon mal hier einen, wie sagt man, einen avantgardistischen Kragen. So. Das ist auch schon mal schön. Das könnten wir jetzt theoretisch machen. Wir können jetzt natürlich noch so ein bisschen rumprobieren. Okay, ne, was geht? Ne? Das sieht eigentlich ganz cool aus. Dreh ich mal kurz nach vorne. Nochmal, dass die dich sehen. Amira, kannst du kurz eine Hand hinnehmen? So, ich will ja auch sehen, was hier passiert. Okay, ne? Das wird gehen. Du kannst es auch ruhig laut sagen. Ich mache ein bisschen lockerer. So gar nicht schlimm. Ne? Leute, drapiert gerne, aber lasst eure Leute atmen. So. Das wird jetzt aus einigen Winkeln weird aussehen. Aber ich glaube... Der war lustig. So. Aber okay. Ne? Das heißt, von Weitem sieht das natürlich weird aus, weil hier hat sie ja noch, ne, Schuhe an und alles Mögliche. Es geht mir um einen ganz, ganz kleinen Bildausschnitt. Ne? Es geht mir tatsächlich eigentlich nur um das, was wir hier haben. Vielleicht mal mit Augen, vielleicht auch mal ohne Augen. Ich hatte kein Konzept für die Haare, ne? Weil die Haare interessieren mich auch nicht in dem Fall. Deswegen sind die Haare hier auch komplett einmal, ne, darunter versteckt. Die will ich auf dem Endmotiv auch, eigentlich auch gar nicht drauf haben. Ne? Warte, ich check mal kurz für unsere Livestream-Zuschauer. Ruhig noch näher ran.
noch näher ran, noch näher ran, dass sie möglichst bildfüllend, genau, einmal im Roten ist. Gerne nochmal mit der ISO ein bisschen hoch. Nein, ihr versteht das Prinzip hoffentlich im Livestream auch. Ne? Es geht mir um einen ganz, ganz kleinen Bildausschnitt. So, Hintergrund, das ist jetzt auch nochmal die Frage, weil, ne, wenn man jetzt das hier anschaut, dann haben wir ja da noch irgendwie eine Mira stehen, also nichts gegen eine Mira, aber da hinten sind auch noch Kisten und eine Wand. Da ist mir noch zu viel Gedöns. Sowas, das in die Natur reinzustellen, macht auch keinen Sinn. Ne? Eine fancy Steinwand, ha, vielleicht, die ist mir noch abstrakt genug. Aber nee, ich will keinen Hintergrund haben. Deswegen reduziere ich einfach auf schwarz. Du kannst gerne nach vorne kommen. Genau, weil wenn da ein Hintergrund überhaupt drauf ist, dann ist er einfach nur dunkel, einfarbig und hat keine große Wirkung. Und zumindest auf jeden Fall keine so richtige Bedeutung für unser Motiv. So, ich schnapp mir kurz meine Kamera. Wie gesagt, es geht um einen sehr, sehr kleinen Bildausschnitt. Das heißt, ich werde auch sehr, sehr nah rangehen, wenn ich hier einmal durch die Stativkonstruktion, wir werden ja gleich liegen, so einmal durchkomme. So, von den Kameraeinstellungen. Wir arbeiten heute mit Dauerlicht, aus dem Grund, dass ihr, die ihr hier auch steht, ne, direkt auch schon sehen könnt, okay, was passiert hier an dem Set und dass man das nicht nur anhand der fertigen Fotos einmal sieht. Meine Kameraeinstellungen, ne, meine Verschlusszeit ist bei einer 250stel, ne, meine Blende ist bei 2,8 und meine ISO ist gerade auf 200. Das sind allerdings nur Richtwerte. Wir sind hier im Studio unterwegs. Und eine wichtige Sache, Perspektive spielt hier keine große Rolle, weil wir haben keine richtige Szenerie. Ne? Wir haben quasi einfach nur eine zweidimensionale Motivebene. Deswegen ist da die Auswahl der Blende gar nicht mal so wichtig. Wollt ihr das Bild schärfer haben? Ist die Blende geschlossener? Klar, muss die ISO weiter hoch bei Dauerlicht oder der Blitz heller. Ne? Wollt ihr mehr Unschärfe haben? Ne? Gerne auch eine Festbrennweite. Auch sowas kann auch offenblendig fotografiert werden, wenn ihr das mögt. Ne? Dass jeweils nochmal, ne, der Tüll, der nach vorne kommt, ein bisschen unscharf ist. Ich bin eher so Team Mittelmaß. Deswegen gehe ich jetzt doch nochmal auf eine Blende 4 und gehe dafür mit der ISO ein bisschen weiter hoch. So. So, noch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Achtung. Nee, dreh dich insgesamt weiter nach drüben. Ja, Nasenspitze auch weiter nach da. Ja, Kopf weiter nach da. Okay. Jetzt tatsächlich ein bisschen fummelig, weil ich muss dann natürlich darauf achten, dass auf ihr Gesicht noch irgendwie Licht kommt. Nasenspitze noch weiter rüber. Ja. Okay. So bleiben. Okay. Cool. Blick zu mir. Bisschen. Nur ein bisschen. Sehr schön. Okay. So, aus der Perspektive fehlt mir jetzt definitiv ein Augenlicht. Dann nehme ich mal kurz meine Pocket-LED von da drüben wieder. Weil jetzt haben wir tatsächlich so ein Szenario, da ist so viel Gedöns auf dem Gesicht drauf. Wir sehen tatsächlich ihre Augen gar nicht mehr. So, Moment. Ich bin ein relativ neutrales Weiß. So. Warte, kannst du kurz hier hinstellen? Normalerweise würde ich ein Stativ hier hinstellen, aber dann wäre hier alles sehr, sehr voll mit Stativen. So. Aus Kameranähe. Hier ein bisschen tiefer jetzt? Noch ein bisschen? Noch ein bisschen? Noch ein bisschen? Yes. Ah, wieder ein bisschen hoch. Okay. So. Here we go. Okay, ne? Klar, wir könnten jetzt natürlich hier und da noch ein bisschen, ne, ein bisschen perfektionistischer arbeiten, dass wir sagen, hey, ne, weil das Licht schimmert jetzt zum Beispiel sehr viel durch den Tüll durch. Ne? Wenn wir jetzt noch ein bisschen länger da drapieren könnten, könnten wir das Licht theoretisch auch wieder ein bisschen tageslichtförmiger kriegen. Das wäre tatsächlich so das Einzige. Aber so vom Bildausschnitt her, hey, wir haben so eine abstrakte rote Tüllwelt. Und ja, das Taschenlampenlicht, das hat tatsächlich so ein bisschen geholfen, dass wir hier, ne, wieder das Augenlicht bekommen. Klar geht das später auch in Photoshop, aber
Ich bin faul, deswegen halte ich lieber die LED halt so dahin. So, aber weil ich auch faul bin, und ihr habt ja jetzt gerade schon so gemerkt, ich war die ganze Zeit hier am Rumfuchteln, da ist das runtergefallen, hier ist das runtergefallen. Das Arbeiten mit so komischen Materialien im Stehen ist schon ein bisschen anstrengend. Deswegen, ne, haben wir das Ganze auch einfach im Liegen. Weil ganz ehrlich, wenn wir das Bild anschauen mit dem Bildausschnitt, ist doch total egal, ob sie von der Wand steht oder nicht. Das Ganze können wir auch im Liegen machen und Schwerkraft ist unser Freund. Also, du kannst dich gerne hinlegen. So. Genau. Bei Liegefotos. Ah, ihr braucht einen Boden. Habt ihr hoffentlich. Cool. Dann könnt ihr, falls ihr doch noch irgendwie ein bisschen Stoff drumherum haben wollt, ein bisschen Hintergrund drumherum, schnappt euch einfach Stoff, ne, was irgendwie zu eurem Konzept passt. Ne? Vielleicht ist es auch gar nicht sichtbar. Da wird es wahrscheinlich gar nicht sichtbar sein. Aber ich habe sicherheitshalber einfach nochmal so einen Stoff drumherum gelegt. Ne? Kann ja nicht schaden. So, dann ein Nettigkeitshinweis. Warte, kannst du dich nochmal kurz hoch? So, damit die Leute auch ein bisschen bequemer haben. Haha, Kissen. So, weil ist zwar nicht allzu hart, aber ihr kennt ja vielleicht den Trick, wenn man Leute im Stehen fotografiert, ne? Hier, um die Jawline so ein bisschen zu betonen, dass man die Leute mit dem Oberkörper so leicht nach vorne holt und gegebenenfalls, wenn es Frontalporträts sind, nochmal mit dem Kopf nach vorne. Ich mache es jetzt mal extrem, ne? So dieses Schildkröten-Ding, ne? So leicht nach vorne ist oft schmeichelhaft. Ne? Die Leute nicken schon und im Hintergrund sind sie so, yeah. Ne? Und dasselbe im Liegen haben wir das Problem. Ne? Wenn man flach liegt, dann liegt man halt total gerade da. Ne? Und wenn sich da ein Doppelkinn bildet, dann bildet es sich da erst recht. Das hilft auch nochmal. Also A, es ist bequem und B, ne, bringt es den Kopf so ein bisschen weiter nach vorne. So. So, sie liegt jetzt. Nice, das heißt, sie kann entspannen, sie kann schlafen und ich kann die Sachen einfach so drapieren, wie ich lustig bin. So. Genau. So, ich wollte es so um ein Auge so drüber haben. Du liegst entspannt? Geht's dir gut? Willst du was trinken oder so? Was essen? Du kannst wirklich schlafen ein bisschen. Der Tag war ja lang. So. Okay. So, wenn ihr im Liegen fotografiert, wir haben jetzt hier was relativ Spezielles, das ist mein Beauty-Dish mit Wabe. So, was hat's mit diesem komischen Beauty-Dish mit Wabe auf sich? Der Lichtkegel ist sehr, sehr klein. Das seht ihr auch schon hier, ne? Da, wo das Licht drauf fällt, das ist ein minimaler Bereich, ne? Damit es nach außen hin halt schön dunkel wird, wir diese natürliche Vignette haben. Was ich persönlich mag, weil ich bin immer viel mit Licht und Schatten unterwegs. Wenn ihr jetzt sagt so, boah, Studio-Equipment ist so gar nicht meins. Das funktioniert auch an einem Fenster. Ne? Einfach sich an ein Fenster dran stellen, möglichst, wenn nicht die Sonne reinscheint, sondern auf einer Schattenseite. Dann wichtig, sagen wir mal, da wäre das Fenster. Dann legt ihr die Leute mit dem Kopf in die Richtung, ne, dahin, damit das Licht im Verhältnis zu euren Darstellern, von denen aus gesehen, von oben kommt. Ne? Die vorhin da waren, die wissen ja noch, meine Einhornregel, ne? Einhörner fühlen sich wohl im Licht. Das heißt, auch wenn sie gerade liegt, dann müssen wir einfach um 90 Grad gedreht denken. Ne? Sie liegt gerade, das Licht muss von oben kommen, von ihr aus, von oben. Das heißt, wir folgen einfach nur ihrem imaginären Einhorn und positionieren an der Stelle, ne, unser Führungslicht, was in dem Fall ungefähr hier sein sollte. So, dann gibt es für das Fotografieren im Liegen noch ein paar Grundregeln, weil aus welchem Winkel fotografieren wir? Da müssen wir auch einmal kurz um 90 Grad, ne, um die Ecke denken, weil wir stehen der Person ja nicht mehr gegenüber. Ne? Man sagt ja grundsätzlich als Faustregel, immer so aus der Motivmitte heraus zu fotografieren. Sprich, ich fotografiere ein Gesicht, ne, bin ungefähr auf Augenhöhe. Ich fotografiere ein Ganzkörperporträt, ne, dann bin ich ungefähr auf Hüfthöhe, wenn die Person weiter weg ist. Ne? Im Liegen gilt dasselbe. Ne? Also wenn ich jetzt ein Porträt von ihr machen möchte, so, warte, kannst du dich eigentlich noch kurz komplett entspannen. Es geht ja einfach nur darum, dass wir ein bisschen was sehen, ne, was da unten gerade passiert. So, dann bin ich auch eher hier auf ihrer Augenhöhe. Weil
Ne? Wenn ich jetzt mich hierhin zum Beispiel stellen würde, würde ich sie tatsächlich eher so untersichtig fotografieren. Ne? Und das, was jetzt gerade auf dem Bild ist, ne? Kann manchmal cool aussehen. Das ist genauso wie mit Porträts, ne? Klar. Aber als Faustregel würde ich eher sagen, ne? Von der Augenhöhe aus oder sogar leicht darüber. Ne? Also, dass wir, ne? Ihre Augenlinie 90 Grad nach da und dann hier aus dem Winkel eher von da fotografieren. Da kann man zumindest nichts Großartiges falsch machen. Ne? Das funktioniert. So, jetzt schaue ich mir noch hier ein bisschen unser Gemüse an, was wir hier uns hingelegt haben. So, weil ich würde tatsächlich gerne noch weniger von Viola sehen. Also, sie noch mehr umrahmen. So, genau. Kopfachse noch ein bisschen, nach da. Nur ein bisschen. Yes. Nice. So, Blickrichtung ist gerade perfekt. Du siehst gerade aus wie so ein Ladebildschirm von Adobe. Das ist ganz nice. So. Genau, einmal Augen zu. Okay, nice. Deine Kopfachse noch weiter rüber neigen. Noch weiter. Ja. Okay, einmal Blick straight zu mir. Nur von den Augen her. Yes. Und ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Ja. Nase einmal kurz gerade zu mir. Nochmal gerade. Und Kopfachse weiter rüber. Nein. Yes. Ja. Und ihr seht es ja auch beim Shooten, das ist auch relativ entspannt. Man muss nicht allzu viele Variationen machen, weil der Bildausschnitt ist sowieso relativ klein. Ne? Dann kann man einfach nur mit Kleinigkeiten, mit Kopf ein bisschen nach hier, Kopf ein bisschen nach da arbeiten. Ne? Da müssen wir uns keine allzu großen, ne, Gedanken machen. Ne? Kinn ein bisschen weiter runter. Yes. Nice. So, wenn wir dann so unser neutrales Porträt einmal durch haben, dann können wir durchaus auch mal mit irgendwelchen Winkeln, ne, mal probieren, ne, während das Licht mal so fix ist. Ich schaue mir tatsächlich immer ganz gerne auch mal so Winkel so von der Seite an, ne, wie das dann aussieht. Weil das kann durchaus auch schon mal eine coole andere Bildwirkung haben, die mir vielleicht sogar besser gefällt als das, was ich ursprünglich im Kopf hatte. Bleib bei der Blickrichtung mal der Nase nach. Ja. Das ist auch so eine Anweisung, die ihr relativ oft von mir hören werdet, wenn ihr mal bei mir im Studio liegen solltet. Ne? Blick einfach der Nase nach, wenn ich einfach nur möchte, dass man irgendwo, ne, irgendwo hinschaut, einfach in Nasenrichtung blicken, weil, warte, ich zeige euch einmal kurz, schau mal Richtung Stefan. So, Stefan ist unser Kameramann, weil wenn sie jetzt da hinschaut, dann seht ihr, ne, das, was die Cowboys damals sehen wollten. Das Weiße in ihren Augen und ein bisschen viel davon. Ne? Also deswegen eher, ne, Blickrichtung, eher so in meine Richtung oder halt einfach neutral der Nase nach. Ne? Dann funktioniert das eigentlich ganz cool. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Winkel von der Seite sogar cooler als den frontalen. Also damit bin ich tatsächlich schon sehr, sehr happy. So, was können wir noch im Liegen machen? Es gibt eine Wir können Frage das Gemüse noch. Einmal kurz wegnehmen. Ja. Eine Frage, welche Größe hat dein Beauty-Dish, möchte jemand aus dem Live-Chat wissen? Mein Beauty-Dish? Ja. 40 Zentimeter. Dankeschön. Ja, 40 Zentimeter und Beschichtung ist weiß, hat aber keine größere weitere Bedeutung. Ich habe den Eindruck, dass ein weißer Beauty-Dish weicheres Licht macht, was physikalisch eigentlich keinen Sinn macht. Es ist ein bisschen wärmeres Licht. Also wenn man in Kombination mit verschiedenen Lichtquellen macht, ist die weiße Beschichtung ein bisschen wärmer als die silberne Beschichtung. Aber ansonsten, ob weiß oder silber, Hauptsache 40 cm, schön klein, okay. Schöner kleiner Lichtkegel. Danke dir. So, einmal hier. So, kannst du den Kragen einmal wegnehmen? So, was ist, wenn wir gar nichts haben? So, jeder hat zu Hause irgendeine Decke auf jeden Fall rumliegen. Schätze ich mal, hoffe ich zumindest für euch, dass ihr irgendeine Form von Decke oder Tücher habt. Nee, ruhig einmal hier hin. So, dann nehmen wir einfach das Tuch selber als Motiv. Ne? Dann macht es auch irgendwie Sinn, dass sie liegt. Klar hatten wir hier auch die Vorteile, wir konnten Sachen drumherum drapieren und mussten uns um die Schwerkraft keine Gedanken machen. Ne? Schwerkraft war unser Verbündeter. Das heißt,
da kann man tatsächlich auch freestylen. Nehmt da was ihr möchtet. Sei es eine Kuscheldecke, sei es ein kariertes Tuch, sei es, keine Ahnung, ne, was ihr habt. Stoffe gibt es auch immer in den unterschiedlichsten Farben. Ist, glaube ich, so mit das Günstigste auch, was man so machen kann, wenn man so abstrakte Sachen, warum liegt hier Stroh, machen kann. Wir hatten ein Zirkus-Shooting mit dem roten Stoff gehabt, deswegen liegt da noch Stroh ein bisschen. Das heißt, ich drapiere mir jetzt den Stoff einfach ein bisschen, ne, hübsch um ihren Kopf drumherum. Dadurch, dass sie auf Kissen liegt, ich habe die Kissen so hingelegt, dass sie so ein bisschen auch einsinkt. Ne? Also hat es da auch nochmal den Purpose, dass hier links und rechts es noch so ein bisschen erhöht ist und sie noch mehr quasi in den Stoff ne, mit reinkommt. So. Okay, ja, die Haare, die habe ich extra, ne, Viola hat gefragt, so, wie soll ich mir die Haare machen für den Tag? Und ich bin dann immer so, ne, gerade wenn man so viel mit Materialien macht, na, hab sie einfach nur neutral nach hinten zurück. Ne? Weil dasselbe Spiel, wie als ich den Bommel an die liebe stylische Alex da drüben gehalten habe, ne? Wenn stylische Sachen aus dem Lifestyle, aus dem realen Leben, ne, in Kombination eingesetzt werden, stört das oft eher. Ne? Ne, deswegen habe ich gesagt, Haare einfach neutral zurück. Das passt schon. So. Und dasselbe Prinzip, wir befinden uns immer noch in der Farbe Rot, ne, aber einfach nochmal eine bisschen andere Materialwirkung, wenn wir sie hier haben. So, einfach nur, genau, einmal Blick einfach nur neutral einfach zu mir. So, Kinn ein bisschen weiter runter. Yes. Nice. Kinn noch ein bisschen weiter runter. Nur ein bisschen. Noch ein bisschen. Ja. Bisschen Squinch. Huh. Yes, yes, yes. Lippen ein bisschen lockerer lassen. Ja. Ja. Nice. So, jetzt ist mir allerdings aufgefallen, sorry. So, sie ist nicht perfekt in der Mitte des Lichtkegels. Das heißt, ich schiebe das Licht noch ein bisschen weiter nach oben. Das ist jetzt spezifisch so ein Beauty-Dish mit Wabeding. Ne? Wenn ihr eine Softbox benutzt, wenn ihr ein Fenster benutzt, ist Folgendes tatsächlich relativ wurscht. Aber mit dem Beauty Dish, der Lichtkegel ist so klein, da sieht man das. Ne? Wenn man nicht perfekt in der Mitte des Lichtkegels ist. So, das müsste eher dahin sein, dass eher ein bisschen was daran. Das auch schon mal so als kleine Vorwarnung. Ne? Wenn ihr solchen Kleinkram am Shooting nicht gerne macht, ne, mit so, der Lichtkegel ist noch nicht so ganz richtig, benutzt eine Softbox. Ne? Da ist alles easy peasy, ob man da 10 cm weiter hier steht, weiter da steht. Für einen Beauty-Dish sind 10 cm ne, entscheidend über, na, nicht Tod oder Leben, aber über, ist man im Licht, ist man im Schatten. So. So, wir haben keine Frage, aber wir sollen dich herzlich grüßen von Philipp Reichwein im Chat. Ach, der Philipp Reichwein ja, ist auch da. Ja, genau, der schaut zu und lässt sich ganz lieb grüßen. Ah, nice, liebe Grüße zurück. Nee, auch ein sehr, sehr, sehr cooler Dude und Kollege. Kinn ein bisschen weiter runter. Yes, Augen ein bisschen. Huh? Yes, 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 yes. Nice, 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 nice. So, und ich hoffe, das seht ihr jetzt auch auf dem Bildschirm. Oh, die sind ja alle, die sind ja alle auf dem Kopf. Funny. Ich habe sie eigentlich andersrum fotografiert, sodass der Kopf oben ist. Aber so andersrum sieht es ja auch cool aus, wie so eine Spielkarte oder so. Ich hoffe, das seht ihr da auch, ne, wie der Lichtkegel halt hier gewandert ist. Ne? Hier unten seht ihr es ja auch nochmal kurz. Ne, da war der Lichtkegel, da war oben noch alles dunkel. Und hier bei den Bildern, ne, wird der Bereich da oben auch nochmal ein bisschen ausgeleuchtet. Ist nur eine Kleinigkeit, aber ich mag diese Kleinigkeit. So, ich mache, glaube ich, nochmal ein Foto, einmal für den Livestream, dass nicht alle kopfüber sind. Moment, wie hatte ich die Kamera gerade gehalten? So herum? Das heißt, Leute, das wird richtig ungewohnt für mich. Mit dem Daumen auslösen. Auf der linken Seite. Ach, herrje. Okay, Moment. So, Blende falsch eingestellt. Und falsch rum lesen. So. Moment, vielleicht ist es auch der Sensor, der sich denkt, oh, er fotografiert ja so herum. Das heißt, ich fotografiere ein bisschen untersichtig, nur ein bisschen. So, sei jetzt gerade bitte. Ey, nice.
Okay. Nice, okay. Ich fotografiere jetzt leicht untersichtig. Das ist nur wegen den gyroskopischen Instrumenten, dass ihr die Bilder richtig seht. Nasenspitze ein bisschen weiter nach da. Kopfachse ein bisschen weiter nach da neigen. Noch weiter. Nasenspitze ein bisschen weiter hier rüber. Yes. Nice. Genau. Und Augen einmal zu. So. Okay, dann seht ihr auch einfach nochmal so ein gerades Foto. Einfach nochmal kurz, ne, anderer Winkel. Hier könnte man jetzt auch sagen, hey, wir variieren nochmal mit den Winkeln. Aber ich glaube, ne, ihr versteht das Prinzip. Ne, wir reduzieren das Motiv eben einfach nur auf das Material, worauf wir Lust haben. Das heißt, meine Inspiration da ist tatsächlich, ne, das Material. Und haltet da einfach die Augen offen, ne? Wenn ihr das nächste Mal irgendwie einkaufen geht. Ich kann da dafür empfehlen, einfach so, hier, wie heißen diese Krimskramsläden, ne, wo es so Deko-Stuff und alles Mögliche gibt. Ne? Da bin ich immer mal, ja genau, ne, sowas. Da bin ich immer mal unterwegs und wenn ich irgendein Material sehe, wo ich mir denke, so, das könnte ja interessant sein, ne, bin ich dann wirklich, such mir irgendeinen Spiegel, nimm das Material, halt mir das ans Gesicht, denk mir so, ist das cool? Vielleicht? Und wenn da nur ein Vielleicht dann steht, ne, was kostet das? Ach, 1 Euro, ja, dann nehme ich 10 Zweige mit. Ne? Irgendwann mal werde ich das schon gebrauchen können. Ne? Das kann aber wirklich alles Mögliche sein. Ne? Ob jetzt Stoffe, wenn wir jetzt bei der Farbe Rot schon sind, ne? Dann zip. Können wir auch mit Blumen arbeiten. Ich habe für heute jetzt keine echten Blumen, weil ne, Kunstblüten tatsächlich so ein bisschen einfacher sind, wenn man dann lange unterwegs ist. Und wir waren heute 3 Stunden aus Hessen hier unterwegs und ich glaube, echte Blumen wären da irgendwie so eingegangen. Ne? Das heißt, da brauchen wir theoretisch auch keinen roten Stoff. Was wir aber brauchen, ist auf jeden Fall so eine Art Kissen oder sowas. Ne? Das geht zum Beispiel auch in einem Bett ne? Oder irgendwo auf einer Couch, wo man einfach ein Kissen hinlegt. Ne? Jetzt will ich auch einfach ihr Gesicht komplett umrahmen, dass nichts mehr von... Nee, der Hintergrundstoff ist, den wird man auch nicht mehr sehen. Das wird jetzt noch ein Stück closer. So, ein kurzes Zeitupdate. So. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten, sind wir noch live. Okay. Das heißt, gerne, wenn noch Fragen sind, gerne stellen. So. Nasenspitze noch weiter nach da? Noch weiter? Yes. Okay. Genau, ich hoffe, das sieht man wahrscheinlich in der Kamera gerade ganz gut da oben. So, den Stiel die Stiele sollte man natürlich nicht sehen. So. Dir geht's gut? Ja, mir geht's gut. Du hast keine Kunstblumenallergie? Nein. So. Das geht theoretisch auch mit echten Blüten. Kleiner Tipp für euch, wenn ihr mit echten Blüten arbeitet. Ihr könnt da einmal die Blumenköpfe selber abschneiden und davon vielleicht so eine noch so in die Hand legen. Ne? Das sieht auch immer ganz schön aus. Ansonsten zerfleddert, tötet die Blüten einfach, streut sie überall hin. Wenn ihr dann merkt so, ich hätte noch gerne mehr im Gesicht. Ultimativer Tipp, Haargel. Ne? Einfach so ein bisschen Haargel, nur ganz, ganz bisschen, ne? An die Blüte drauf, ins Gesicht bappen, ne? Ist auch gut hautverträglich und damit kann man alle möglichen Blüten oder Blätter und alles Mögliche auch nochmal so drumherum drapieren. So, wie sieht das Ganze aus? Oh, war ich so unvorsichtig mit dem Kabel gerade? So, wir sind mit dem Bildausschnitt ein bisschen noch enger unterwegs. Ja, zup. Einfach gerade ausschauen. Yes. Lippen locker lassen? Kommt er locker? Leicht offen? Yes. Nice. Einmal Augen zu. Lippen locker. Ja. Nice. So, einmal Blick zu mir. Straight. Yes. Sehr schön. Nice. So, wahrscheinlich ist die Hälfte wieder kopfüber und die andere, ach du je. Jetzt sind sie alle schräg. Okay, aber quer funktioniert sie auch. Why not? Ne, aber dadurch, ne, kommt so die Struktur von diesen ganzen Blüten, die kommt so richtig schön zur Geltung. Über Schärfe müssen wir uns tatsächlich so im Liegen auch keine großen Gedanken machen. Ne? Deswegen sage ich so, ne, weiß ich nicht, ob so komplett offenblendig sich da wirklich lohnt.
weil wir haben keine große Tiefe. Ne? Klar, wir haben die Blütenblätter, einige ragen nach vorne, aber Hand aufs Herz, hätten wir wirklich was davon, wenn jetzt die Spitzen komplett in der Unschärfe wären? Ne? Deswegen, ich weiß, ne? Mein ganzes Motiv befindet sich auf einer Ebene parallel zur Kamera. Ne? Ab Blende 4, ungefähr ab Blende 4, ist eigentlich fast alles scharf. Ne? Klar, wenn man jetzt sagt, hey, wir sind im Studio unterwegs, wir ballern da noch mehr Licht drauf, wir blitzen vielleicht sogar auch noch dazu, dann können wir das auch mit Blende 16 fotografieren. Aber ihr wisst ja, bei Blende 16 muss man ein bisschen mehr retuschieren als bei Blende 4. Deswegen, Blende 4 reicht für mich, weil da sehen wir halt alle Details. Ne? Allzu viel Unschärfe macht für den Fall ja auch gar keinen Sinn. So, das waren jetzt verschiedene Sachen, die wir mit dem Thema Rot machen konnten. Zum Finale wird es wieder ein bisschen Action geben und wir werden hier das Ganze ein bisschen umbauen. Viola, du kannst ins Cyber-Outfit einmal wechseln. Genau, ich bräuchte einmal den weißen Untergrund. Genau, den weißen Untergrund, weil wir machen jetzt ein etwas spezielleres Liegefoto mit dem so ziemlich günstigsten Material, was ich, glaube ich, jemals für Liegefotos verwendet habe, außer von Wasser in Flüssen oder sowas. Und zwar Malerfolie. So, wo haben wir dich denn? Mira? Weiß, nicht Cyber, ja. Mira? So. Dafür brauchen wir irgendeine Art von neutral hellem Hintergrund. Das funktioniert auch auf dunklen Böden. Es funktioniert theoretisch auch mit so dunklerem Parkettboden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht auf so Holzböden oder so ausprobiert, wie das für eine Wirkung ist. Deswegen, ich habe eh eine Hintergrundrolle da. Ich nehme meistens einfach den hellen Hintergrund. Aber wenn ihr, keine Ahnung, weiße Fliesen habt oder so, könnte das auch funktionieren. Das wird jetzt erstmal sehr, sehr komisch aussehen und ihr werdet euch fragen, was zur Hölle macht der da? Aber dieses Material hat mich bei einer Renovierung extrem inspiriert. Ne? Und wenn Lionel etwas inspiriert, dann will Lionel etwas damit machen. So, und dann frage ich mich, was zur Hölle inspiriert mich jetzt an sowas hier? Und zwar genau das hier, dass es fliegt, ne? Dass es in der Luft weht. Und das wollte ich in ein Motiv einfangen. Und das wird jetzt ein bisschen größer. Ne? Deswegen habe ich am Anfang gesagt, kleines Set, große Wirkung, nur in Anführungsstrichen, weil das wird jetzt tatsächlich ein bisschen größeres Set. Ne, ihr könnt euch schon mal warm machen. Ich brauche gleich nämlich wieder ein paar Schmeißer. Schmeißer und Schmeißerinnen. Das reicht. So, wir nehmen den weißen Untergrund und ich bin mal lieb und gehe mit Socken drauf, damit nicht überall Fußabdrücke drauf sind. Mache ich bei mir im Studio, by the way, auch. Und ich bin sogar noch lieber und mache noch so Abdeckfolie drauf, damit der auch danach nicht schmutzig wird. So. Tina, kannst du mir vielleicht kurz zur Hand gehen? Genau, dass wir das einmal hier ausbreiten. So. Okay. Für den Livestream zu Hause, die sehen das tatsächlich gerade im Livestream wahrscheinlich ein bisschen besser als ihr da oben, weil ihr habt da oben schon ungefähr den Winkel oder so einen ähnlichen Winkel, ne? Top-down von oben runter. So, wenn Tina und ich jetzt hier hingehen und wir stellen uns vor, hier in der Mitte liegt gleich noch eine Viola, auch natürlich in einem weißen Kleid drin. Und wedel, 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 wedel. Ne? Okay, cool, nice. Weil dann liegt sie mitten in einem Wellenmeer aus abstrakten Linien und das wird cool. Das wird sehr, sehr cool. So, was zieht sie an? Ne? Und ihr wisst, wenn ich sage, so, oh, was zieht sie an? Ne? Was passt so zum Konzept? Bin ich entweder mit gar nichts, ne? Aber ist ja nur der, ne, bei kleinen Bildausschnitten. Ansonsten ist es jetzt ein Aktmotiv? Ja, könnte man auch machen, aber das wird mir zu sehr ablenken, ne? Von der Gesamtwirkung. Deswegen
nehme ich den Stoff, der mir am liebsten ist, wenn ich einfach nur irgendwas Neutrales in der Farbe haben möchte, Chiffon. Ne? Einfach aus Chiffon, kann Chiffon-Kleid sein. Ich habe so einen Chiffon-Tanzrock in Kombination mit so einem kleinen Chiffon-Oberteil. Speaking about! Genau, weil das ist relativ, ne, relativ einfach gehalten und ne, neutral. Rein theoretisch wäre das auch ein Stoff, den man gut werfen könnte. Ne? Aber diesmal soll ja nicht Viola geworfen werden, sondern ihre Umgebung. Und ne, das ist einfach neutral. Ne? Was ich halt nicht haben möchte, sind zum Beispiel so Träger, Schnallen, Schmuck, alles, was ablenkt. Das ist mein persönlicher Geschmack. Ich finde, das lenkt halt zu sehr ab. Ne? Denkt einfach nur an Alex, ne, mit dem Bommel. Ne? Das Bild einfach nur im Kopf behalten. So, okay. Jetzt ausnahmsweise, das ist ein bisschen traurig, aber jetzt kann kein Kissen da liegen, weil das Kissen wäre ja sonst im Motiv mit drin. Das heißt, du musst auf den Boden. Ich hoffe, das ist okay. So, noch kannst du es dir aussuchen, aber das Licht steht schon hier, also am besten in die Richtung. Die kommen am Ende dazu. Die kommen am Ende dazu. So. Ah, ist die abgeschlossen. Okay, wir haben diesmal ein größeres Motiv. Das heißt, der Beauty-Dish mit Wabe, na, der kleine Lichtkegel, der wäre mir tatsächlich zu klein. Das heißt, da switche ich um auf die Softbox. Und auch nach dem Einhornprinzip, ne, kommt es von der Seite, ne, damit man was sieht. Rein theoretisch könnte das aber auch mit einem Fenster funktionieren. Ja, das würde tatsächlich auch gehen. So. So. Eine Leiter ist dabei auch ein bisschen nützlich. Und die Softbox, ausnahmsweise, das ist ein weißes Motiv. Ich will keine dunkle Vignettierung außenrum haben. Und für einen der super seltenen Fälle schmeiße ich die Wabe sogar mal weg. Ich höre Entsetzen von den Leuten, die mich schon kennen. So. Okay, ich will eine große Fläche, möglichst gleichmäßig. Das heißt, das Licht kommt noch weiter nach oben. So, damit einfach alles, ne, schön hell ist. So, von wo fotografiere ich? Ich fotografiere mit, verdammt, das Kabel ist zu kurz. Viola, dreh dich einmal nochmal um. Wir müssen einmal alles um 180 Grad drehen, weil die Kamera am Kabel hängt. So. Für sowas ist ein 2470er auch natürlich sehr praktisch, weil, ne, die ganze Zeit auf die Leiter steigen, wieder runtersteigen, ne, sehr unpraktisch. Ich habe das Motiv schon mal umgesetzt, da habe ich aber noch ein Galgenstativ und die Kamera auf das Galgenstativ aus 4 Meter Höhe von oben. Und dann stand ich da mit dem Handy und habe über einfach die Handy-App Funk ausgelöst. Ne? Also, man kann es aber theoretisch auch von hier unten aus machen. So, ich überlege mir, wir haben gleich wieder Bewegung. Das heißt, meine Verschlusszeit sollte ein bisschen kürzer sein. Ne? 250stel reicht für wehende Stoffe, für mich. Wenn ihr sagt so, hey, ne, 400stel, darunter geht gar nichts klar, geht das auch. So, meine ISO muss ein bisschen weiter hoch. So, ich mache einmal ein Testfoto. Kannst du noch komplett entspannen? So, einmal von hier. Das ist jetzt sehr weitwinklig und ich probiere jetzt auch noch einen anderen Weißabgleich aus. Na? Ich probiere jetzt nämlich mal einen kühlen Weißabgleich aus. Einfach nur für mich, fürs Feeling, weil ich weiß, ich werde zumindest die Folie, möchte ich kühler haben als den Rest. Na? Mit so einem kühlen Weißabgleich hat das Ganze schon so ein bisschen kristalline Wirkung. Allerdings ist mir die Haut natürlich ein bisschen zu käsekuchenartig.
Ne? Deswegen, ich weiß, später für mich in Lightroom, ich werde wahrscheinlich das ganze Bild kühler machen und die Haut wieder wärmer, dass man so ein bisschen Komplementärkontrast reinbekommt. Für jetzt werde ich den Weißabgleich wieder auf Tageslicht machen. Ne? Einfach, dass wir hier so einen neutralen Look haben. So, mein Winkel ist mir noch nicht steil genug. Das heißt, ich gehe noch mal ein Stück weiter nach oben. Na, na, ist das stabil? So. So. Ist zwar nicht 100% senkrecht, aber nahezu. Nahezu. Das dürfte passen. Das dürfte passen von hier oben aus. So, ich brauche zwei freiwillige Schmeißer. Okay, ihr habt euch direkt gemeldet. Kommt beide gerne nach vorne. Alex, deinen Namen kenne ich schon. Wie heißt der? Wie heißt du mit? René? Ja. Ein Applaus für Alex und René, bitte. Okay, der Applaus war sehr leise. Macht mal gleich gute Arbeit und dann applaudieren die euch hoffentlich ein bisschen lauter. Okay, eine Person brauche ich da drüben, eine Person brauche ich hier. Genau. Genau. Achtung, schnappt ihr da auch damals das Stück Folie, was unter dem Stativ klemmt. Oh, die Leiter auch. Kannst du abreißen, alles gut. So, und ich glaube, wir brauchen noch eine weitere Person weiter hier drüben. Tina, unsere liebe Moderatorin. Komm mal da an die Ecke. So, schnappt euch gern viel davon. Okay. Und, warte, Viola, genau, Pose, gerne was dramatisch. Ja, das passt perfekt, auch mit den Füßen. Der eine Fuß noch ein bisschen gerade, nach unten. Ja. Achtung. Und wedeln. Nice. Moment, Moment, Moment. Nicht zu hoch wedeln. Nicht zu hoch wedeln da drüben. Alex, auch nicht zu hoch wedeln. Ja. Achtung. Und go. Ja, Moment, Moment, Moment. Auf der Seite noch ein bisschen weiter hier rüber, dass nicht so viel vor ihr Gesicht kommt. So, perfekt. Und wedeln. Nice. Genau, kannst du mit dem Kopf gerne variieren. Sehr cool. Kopfachse da drüben lassen. Kopfachse da. Nee, nee, da drüben. Ja, 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 ja. Nice. Ja. Ich kann auch mal weiter hoch. Augen zu. Nice, 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 nice. Okay, okay, okay. Dankeschön. So, Moment, Moment. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Das mit diesen fliegenden Tüchern. Ich habe jetzt selber im Display nicht viel gesehen, weil mein Display stand da. Das heißt, ich sehe es auch gerade das erste Mal. Aber hey, okay, wir haben zumindest hier diesen fluffy Wolkeneffekt. Lustigerweise mal wieder andersrum. Andersrum funktioniert es auch, Querkant bestimmt auch, Hochkant wird sicherlich auch funktionieren. Okay, das funktioniert schon mal. Ich hätte jetzt gerne noch so ein bisschen visuell noch ein Eye Candy und dafür schnappen wir uns einfach ein paar LEDs. Das würde ich mit Studio-LEDs nicht machen. Ne? Sondern eher mit so Veranstaltungs-LEDs, weil die kommen jetzt gleich nochmal unter die Folie und leuchten von unten nochmal aus. So, mit die hier. Bist du angeschlossen? So. Okay, da können wir uns auch Farben aussuchen. Ich bin da gerne einfach mit so Cyberfarben, sage ich immer so. Lila, Pink und Blau-Türkis, so. Das sind so meine Töne, die ich gerne so daran sehe. So, hei, hei, hei. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird ein Schuh draus. Nee, Orange. Orange möchte ich nicht haben. So, ja, noch Türkisa. Here we go. Okay. Na, vielleicht Blau, dann ist mir das da drüben noch. Nee, Türkis, du darfst nur Türkis bleiben. Oder warte, ich mach dich mal lila. Und dich da hinten mache ich Türkis. Ja, das ist besser. So, und jetzt wundert ihr euch vielleicht. So, selbes Prinzip für die, die bei Licht dabei waren, die wissen schon Bescheid. So, meine Diffusorfläche ist jetzt quasi auf derselben Ebene wie meine Lichtquellen.
Das sieht aus, als würde eine LED unter Folie stecken. Ne? Diesen Look wollen wir nicht haben. Aber was passiert, wenn die weiter wegkommt? Ne? Dann fängt plötzlich die ganze Folie an zu leuchten. Und das ist der Effekt, ne, den ich auf den Fotos haben möchte. So. Nee, ich muss hier erstmal noch was umstellen. Nein, ich muss hier unten was umstellen wegen Vorschaltgerät. So, jetzt tatsächlich ein bisschen Lichttheorie zwischendurch. Wenn ihr jetzt sagt, hey, die LEDs, die sind mir noch nicht hell genug, dann kann ich auch hingehen und sagen, ich mache mein Führungslicht dunkler. Ja? Das ist einfach jetzt gerade nur, weil die LEDs sind eine sehr schwache Lichtquelle. Ich kriege die nicht heller als das. Na? Aber ich kriege mein Führungslicht dunkler und mache meine Kameraeinstellungen heller. ISO hoch, Blende weiter auf, ne, was euch gefällt, damit einfach die LEDs noch mehr zur Geltung kommen. So. Hier ist tatsächlich ein ordentliches Stück weiter runter. So. Okay. Und so, Moment. Kannst du die LED noch ein bisschen weiter zu dir holen, in deine Richtung, Alex? Oder Mira? Yes, perfekt. Okay. Achtung. Noch ein bisschen wieder näher ran. Die türkise LED auch noch ein bisschen näher Richtung Viola in die Mitte. Yes, perfekt. Okay, Wedelteam bereit? Dann wedelt! Nice. Kannst freestylen. Ja, Kopf schön oben halten. Ja, nice. Dankeschön. Einen großen Applaus für unsere Wedler. So, mein Mikro ist mir gerade runtergefallen. Ich habe ja angekündigt am Anfang, ich werde mich viel bewegen heute. Okay. Viola, du kannst dich sehr gerne entspannen. So, Test. Ich hoffe, man hört mich noch. Okay, wenn man mich hier über die Boxen hört. Ist so. Hä, hey, du bist voll groß, Alex. So. Okay, aber zur Relation, ich bin auch wirklich ein sehr kleiner Mensch. Also, ne, ich bin 1,73, ich glaube, ich bin der Kleinste hier im Team. Ja. Dann ganz herzlichen Dank dir auf jeden Fall für diesen wirklich kreativen Abschluss, würde ich sagen, mit unserer Schule. Es hat super viel Spaß gemacht, live dabei gewesen zu sein. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke euch natürlich auch an unser wunderbares Model und unsere wunderbare Assistentin. Sehr, sehr herzlichen Dank. Und natürlich auch an unser Publikum, was heute da war und auch alle Verspätungen so tapfer durchgehalten hat. Ihr habt dazu beigetragen, dass es wirklich super war. Und wer noch mal was nachschauen möchte, es gibt natürlich alle Streams weiterhin auf YouTube. Wer Fragen hat, gerne einfach dann auch noch mal stellen in der Kommentarspalte. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.